Herr Steffen von der SPD-Fraktion spricht als nächster Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf den Zuschauertribünen. Langjährige Haushälter haben mir als noch neue Haushälterin bestätigt, dass die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses für den Etat 2016 eine der längsten war, die sie jemals erlebt haben. Und dies ist auch kein Wunder, denn wir hatten in diesem Jahr besonders wichtige und dringende Aufgaben zu erfüllen. Ein Gesamtetat in Höhe von 316,9 Milliarden Euro ist auf die einzelnen Ressorts verteilt worden. Und dabei hatten wir von der Regierungskoalition drei besonders wichtige, ambitionierte Ziele, die unter anderem mein Kollege Johannes Kahrs schon aufgeführt hat und auch Carsten Schneider in seiner Rede gestern. Ein Ziel, das wir hatten, ist eine nachhaltige und sozialgerechte Finanzpolitik gewesen. Und dies, meine Damen und Herren, ist in dem vorliegenden Haushalt gelungen. Wir haben erneut einen Haushalt ohne neue Schulden beschlossen. Und das trotz der großen finanziellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und der Integration von Flüchtlingen. Dabei hilft uns natürlich die solide Finanzpolitik der vergangenen Jahre sowie die gegenwärtige gute wirtschaftliche Situation in Deutschland. Und wir sind es den Nachfolgegenerationen schuldig, Herr Kruse hat vorhin schon darauf hingewiesen und Herr Brinkhaus gestern auch, dass wir ihnen keine Schuldenberge hinterlassen. Wir stehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor immensen Herausforderungen, sei es der Kampf gegen Armut und den Hunger in der Welt, den Kampf gegen den Klimawandel und weitere globale Aufgaben, die nur zu schaffen sind, wenn nachhaltig gewirtschaftet wird. Wir können es unseren Kindern und Enkelkindern nicht überlassen, diese Aufgaben weiterhin zu meistern, ohne gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wir keine neuen Schulden machen. Und deshalb teile ich das Ziel, das auch die Bundeskanzlerin in ihrer Rede genannt hat. Wir dürfen den ausgeglichenen Haushalt nicht aus den Augen verlieren. Der Haushalt 2016 beweist aber auch, dass wir die anstehenden Aufgaben offensiv angehen. Insgesamt haben wir 7,5 Milliarden an Ausgaben im Zusammenhang mit Flüchtlingen verteilt, 3,3 Milliarden allein an die Länder und Kommunen. Wir haben die Stärkung der Mittel beim BMAS und beim BMI beschlossen und im Familienministerium. Wir haben 8 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel für die Länder in die Hand genommen. Und an dieser Stelle darf ich sagen, als Ostabgeordnete, und ich teile mir den Wahlkreis mit der Bundeskanzlerin, sie ist leider gerade weg, die Ostländer sind besonders auf die Regionalisierungsmittel angewiesen. Deshalb meine dringende Bitte an alle hier Anwesenden, sorgen Sie dafür, dass es bei einem gerechten Verteilungsschlüssel bleibt, dass wir unsere Regionalbahn im Osten nicht verlieren, weil in den ländlichen Räumen sind wir extrem darauf angewiesen. Ich freue mich übrigens auch besonders, als ich heute Morgen in den Nachrichten hörte, dass die 10.000 Stellen für die sogenannten BUFDIs, den Bundesfreiwilligendienst, dass die schon zum 1.12. in diesem Jahr, also in ein paar Tagen, dass man damit schon beginnen will. Also da soll uns noch mal jemand vorwerfen, dass wir nicht flexibel und schnell auf die gegenwärtigen Probleme reagieren. Meine Damen und Herren, die Krisen, vor denen die Menschen zu uns fliehen, haben eindeutige Ursachen. Wenn wir die nicht beseitigen und Lösungen anbieten, dann werden wir den Menschen hier wie dort nicht langfristig helfen können. Ein überragend wichtiges Ziel, und auch darauf hat die Kanzlerin in ihrer Rede hingewiesen, ist es, dass wir helfen, dass die Menschen sich nicht auf den Weg machen. Man geht gegenwärtig von einer Zahl in Höhe von 60 Millionen Menschen aus, die gegenwärtig auf der Flucht sind. Das ist nicht nur Flucht vor Krieg, das ist Flucht vor ethnischer Verfolgung, das ist Flucht vor Hunger und vor Seuchen. Und niemand, ich will es noch mal betonen, niemand verlässt freiwillig sein Land. Ich danke Herrn Kauder für das Beispiel, das er brachte, von einem Kollegen, der im Libanon unterwegs war. Sie haben gesagt, es kommt niemand wegen Tweet- oder Twitter-Meldungen vom schönen Leben hierher.
Das ist nicht der Fall. Die Menschen wollen nicht ihre Familie, ihre Freunde, ihr manchmal besser empfundenes Klima und ihren Lebensmittelpunkt verlassen. Sie kommen wirklich, weil sie keinen anderen Ausweg mehr haben. Und zur Bekämpfung der Fluchtursachen haben wir in diesem Etat eine ganze Menge Geld in die Hand genommen. Allein der Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist im kommenden Jahr mit 7,4 Milliarden Euro der höchste Etat in der bisherigen Geschichte des Ministeriums. Und Herr Bartsch, ich gebe Ihnen recht, möglicherweise muss man darüber nachdenken, ob das reicht mit diesem Etat. Ich finde es schwierig, mit anderen Etats zu vergleichen. Sie hatten den Vergleich mit dem Verteidigungsministerium gebracht. Ich finde, jeder Etat steht für sich. Das ist immer ein schwieriger Vergleich. Aber ich muss sagen, ich freue mich, ich bin stolz darauf, dass wir den Etat 2016 um 860 Millionen Euro erhöht haben. Die Unterstützung von Flüchtlingen und die Bekämpfung von Fluchtursachen in den Herkunftsländern haben derzeit höchste Priorität. Und genau diese Priorität haben wir im Haushaltsausschuss noch einmal konkretisiert. Ich sehe da oben Herrn Klein sitzen, Volkmar Klein, meinen Kollegen von der CDU. Wir haben aus dem Entwurf noch einmal eine Menge an Kreativität hervorgebracht, um diesem Titel einen neuen Fokus zu geben, um besonders die beiden Titel in dem Einzelplan 23, aus denen direkt Mittel in die internationale Flüchtlingshilfe noch einmal zu stärken. Das sind besonders die Bereiche Krisenbewältigung und Wiederaufbau, Infrastruktur sowie der Bereich Fluchtursachen bekämpfen und Flüchtlinge reintegrieren. Und diese zusätzlichen Mittel, meine Damen und Herren, werden genau in die Regionen fließen, die am stärksten von den Krisen und Kriegen betroffen sind. Die Hauptaufnahmeländer für Flüchtlinge wie Libanon, Jordanien, Irak und die Türkei, da ist heute schon viel drüber geredet worden, müssen dringend stärker unterstützt werden. Ich will noch einmal darauf hinweisen, allein im Libanon ist mittlerweile jeder vierte Bewohner aus Syrien. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen in den Aufnahmeländern Perspektiven haben und sich nach Kriegsende in ihrer Heimat am Wiederaufbau beteiligen können. Und die allermeisten Flüchtlinge, das hört man immer wieder in den Gesprächen, wollen dies auch. Hin und wieder müssen wir in unseren Wahlkreisen uns Diskussionen aussetzen, wo es darum geht, ist die Entwicklungshilfe, die Entwicklungszusammenarbeit denn tatsächlich so hilfreich und wo geht das Geld denn hin? Ich habe mich vor ein paar Wochen davon überzeugen können, auf einer Reise mit der GIZ in den Südsudan, wie wertvoll das Geld, das wir investieren, in die Entwicklungszusammenarbeit auch angelegt ist. Und ich möchte den Rest der Zeit, die mir noch bleibt hier für meine Rede, einmal ausdrücklich ein Dankeschön an alle Entwicklungshelfer aussenden, die im Moment in der ganzen Welt unterwegs sind, die in ganz gefährlichen Situationen leben, unter widrigsten Umständen leben und die gleichzeitig Botschafter für die demokratischen Strukturen sind. Vielen Dank an dieser Stelle und herzlichen Dank fürs Zuhören. Als nächster Redner spricht Harald Petzold.